Der UFC hat einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Er war schon mal hier für eine Woche als Gastspieler. Jetzt ist er offiziell hier. Keanu Staude, herzlich willkommen in Offenbach. Dankeschön. Danke. Ja, ich habe es gerade erwähnt, eine Woche warst du schon da, konntest offensichtlich überzeugen. Wie hat es denn jetzt im Endeffekt geklappt, dass du beim UFC unterschrieben hast? Was hat dich überzeugt? Ich muss sagen, der erste Tag schon. Ne? Also ich habe es auch schon davor gesagt. Ich bin reingekommen, ich habe die Jungs kennengelernt, Trainer kennengelernt vorher, Sportdirektor. Und ja, es hat einfach gepasst vom Gefühl her, weil ja, du lernst ja Leute kennen und dann weißt du schon ungefähr, okay, passt, passt nicht. Und für mich hat es direkt gepasst und ja, habe mich dann umso mehr gefreut, dass sie auch Bock auf mich hatten und dass wir uns dann so entschieden haben. Ja. Sehr schön. Kanntest du dir schon jemanden im Team, bevor du herkamst, oder war das quasi so? Nicht persönlich, klar, gegen den Nazarov habe ich öfter gespielt, den Alvarez kenne ich ja, auch vom Hören und ja, und die Jungs kannte ich, wie gesagt, eher vom Hören. Ja. Wo wird man dich auf dem Platz sehen? Für welche Position wurdest du vor allem geholt? Vor allem wurde ich für die linke Seite geholt. Mhm. Ja. Du bist jetzt vielen im Testspiel schon sehr gut aufgefallen. Okay. Wo siehst du deine Stärken? Hast du schon ein Tor erzielt? Meine Stärken sehe ich auf jeden Fall im 1 gegen 1. Ja, ich gehe gerne ins Dribbling, suche auch gerne den Abschluss. Und ja, ich würde sagen, das sind so meine Stärken in dem Bereich. Linke Seite auch Linksfuß oder Rechtsfuß? Ja, Rechtsfuß, aber kann auch mit dem Linken. Sehr gut. Ja, du kannst wahrscheinlich auch relativ variabel in Offensive spielen, wo auch immer der Trainer dich einsetzt. Richtig, richtig, ja. Okay. Ja, aber auch bei dir, blicken wir nochmal zurück in die Kindheit. War bei dir schon immer klar, du wirst Fußballer und wo hat es alles bei dir begonnen? Schon immer. Also ja. Ich habe mit 4 oder 5 Jahren angefangen, auch direkt in Bielefeld bei Arminia. Und ja, dann zu den Profis halt hoch. Ja, war schon ein geiles Erlebnis. Halt von klein auf, Vater Bielefeld-Fan gewesen damals und alles Mögliche. Und ja, war umso schöner natürlich. Ne? Und war das auch so ein bisschen deine, ja, was waren deine Highlights in deiner Karriere bisher? Hast du viele Zweitliga und Drittliga? Ja, genau. Ja, ein besonderes Highlight war gegen Braunschweig damals, als wir um Klassenerhalt gespielt haben. Da haben wir das vorletzte Spiel, ja, standen unter Druck, mussten das Spiel unbedingt gewinnen. Unentschieden hat auch nicht gereicht und dann haben wir 6-0 gewonnen gegen den Zweiten. Und die waren Zweiter zu dem Zeitpunkt. Stark. Und ja, dann haben wir so in den letzten beiden Spielen den Klassenerhalt gesaved. Und das war schon so ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Geil. Ja. Ja, viele Zweitliga-, Drittliga-Spiele, auch für Würzburger Kickers und 1860 München warst du jetzt letztens unterwegs. Ja. Und dann kam aber eine Pflichtpause für dich. Möchtest du uns darüber erzählen? Ja, es kam ganz plötzlich. Ich habe es im Spiel verspürt, auch schon ein bisschen vorher, dass ich irgendwie einen Druck hatte auf meiner Brust. Und ja, und dann hat sich am Ende halt herausgestellt, dass ich eine Herzbeutelentzündung hatte. Mhm. Ja, war anfangs schon schwierig für mich, das erstmal zu akzeptieren, weil der Vertrag alles läuft und. Mhm. Musste, wie gesagt, dann 7 Monate ungefähr eine Zwangspause einlegen, 7 bis 8 Monate und durfte dann langsam mich wieder rantesten. Mhm. Und ja, war keine einfache Zeit, aber ich bin da gut durchgekommen. Und, ja. Man wächst auch mental wahrscheinlich. Auf jeden Fall, in der Zeit, du denkst dir halt, okay, was passiert jetzt, weil du hast keinen Verein, du weißt nicht, wo die Zukunft, wo es hingeht mit dir. Mhm. Und fängst dann schon an zu denken. Ne? Und es war nicht einfach, wie gesagt, aber ich habe mich da sozusagen rausgekämpft, Familie hinter mir, Freunde hinter mir, alle hinter mir. Und, ja. Sehr schön. Wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gekämpft hast, dass du jetzt beim UFC bist. Mit 26 Jahren im besten Fußballalter, kann man sagen. Richtig. Hast in einem kleinen Vorgespräch schon gesagt, du bist zwar noch ein junger Spieler, aber trotzdem erfahren. Ja. Wie spiegelt sich das auf dem Platz wieder? Was würdest du sagen? Ja, in verschiedenen Situationen. Also sprich, wenn wir mal eine Drucksituation haben oder wenn wir jetzt unbedingt das Tor machen müssen, dass wir halt immer ruhig bleiben. Und wie gesagt, die Erfahrung habe ich halt einfach gemacht in Spielen mit Druck, in Spielen ohne Druck, wo es ein bisschen weniger ist. Und ja, da denke ich, da kann ich der Mannschaft auf jeden Fall helfen. Ja. Sehr schön. Welche Nummer wirst du haben und hast du schon feste Kabinennachbarn? Feste Kabinennachbarn denke ich schon. Also ich denke, ich werde den Platz behalten. Das ist der Leon vom letztes Jahr, glaube ich, beim FSV gespielt, sobald ich mich schere. Und die Nummer ist 29. Ja, du kommst nach Offenbach. Heißt das auch, du ziehst um? Suchst du in Offenbach gerade eine Wohnung? Ja, auf jeden Fall. Ich suche in Offenbach eine Wohnung. Wäre natürlich die beste Lösung für mich, direkt hier in der Nähe irgendwas zu finden. Ist nicht ganz einfach, aber ich denke, dass ich schon eine schöne Wohnung finden werde. Ich habe es bisher auch immer geschafft und ja, da mache ich mir jetzt keinen großen Kopf. Dass man das ganze Feeling Offenbacher erleben kann. Kommst du alleine? Richtig. Kommst du mit Freundin? Ich werde wahrscheinlich erstmal alleine kommen. Meine Freundin wird wahrscheinlich dazukommen und Alles klar. Dann viel Spaß in Offenbach. Wir freuen uns, dass du da bist. Danke sehr. Sauber.